Hallo, heute ist Mittwoch, der 19. Juli, und ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, mal ein etwas anderes Video zu drehen. Und zwar geht es hier um Lego-Sets zur Ahsoka-Serie. Achtung, Spoiler! Ich dachte, weil ich die so ultra cool finde, ich stelle die Sets einfach mal kurz vor und zeige die mal. Das wäre einmal hier dieser T6 Jedi-Shuttle. Den gab es tatsächlich 2011 schon mal. Und da war das hier. Dieses Set, das habe ich nämlich tatsächlich auch. Super cool. Damals gab es Annie, Obi, Sassin Tin und Shaak Ti damit drin. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Raumschiff, finde ich. Und das macht echt Spaß zu bauen. Und ja, das gibt es jetzt hier dann in neuer Form. Kann ich das hier in groß machen? Ja. So. Und zwar ist da, sind da auch andere Minifiguren jetzt mit dabei. Da gibt es noch ein besseres Bild. Vielleicht ganz kurz zu dem Set. Das kostet, wird 75 Euro kosten, 601 Teile haben, vier Minifiguren, und kommt am 1. September raus. Und ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Raumschiff. Kann auch hier wieder den Flügel drehen. Und das hier sind die vier Minifiguren, die mit dabei sind. Da haben wir einmal hier Ahsoka mit einem neuen Haarteil. Also das nennt sich ja bei ihr Leku. Genau, und auch diese Transclear-Lichtschwerter finde ich richtig cool. Dann gibt es Sabine mit diesem lila Haarteil. Das sieht auch echt cool aus. Und dann haben wir Professor Huyang. Das ist der Droide, der ist schon irgendwie über 1000 Jahre alt. Und der hat immer die Jedis trainiert, auch gerade bei The Clone Wars. Da war der dann auch mit Yoda und so unterwegs und hat immer die Jünglinge trainiert und denen geholfen, wenn die ihre Lichtschwerter zusammenbauen sollten. Finde ich auch richtig, richtig cool, dass der jetzt hier in Lego umgesetzt wird. Und dann gibt es noch den Marok, heißt der. Zu dem wissen wir noch nicht viel, nur anhand des Lichtschwertes und so, wenn man die Rebels-Serie gesehen hat, oder auch die neue Obi-Wan-Serie oder so, kann man auf jeden Fall sehen, dass das ein Inquisitor ist. Das ist ultra cool, finde ich. Und dann wurde als zweites Set vorgestellt ein E-Wing der Neuen Republik und Shin Hatis Starfighter. Zu dem Set, das hat 1056 Teile, wird 104,99 € kosten, hat fünf Minifiguren und kommt auch am 1. September raus. Machen wir hier das in groß auf. So sieht das aus. E-Wing sowieso für mich ein absolut cooles Flugzeug. Ja, gefällt mir richtig gut von dem, wie es gebaut ist, von der Flügelform und so. Das haben sie echt super getroffen. Da freue ich mich riesig drauf. Und das Schiff von der Shin Hati hier hinten, das erinnert, finde ich, sehr stark an die Fireball von Xyuda, von Cass heißt der, glaube ich, Cassuda Xioni aus der Resistance-Serie. Ich weiß nicht, wer von euch das Tabletop-Spiel X-Wing kennt. Das habe ich früher gerne gespielt, leider jetzt seit Jahren nicht mehr, weil mir da Spielpartner fehlen und auch die Zeit. Da habe ich auf jeden Fall hier noch die Fireball von ihm. Ist auch ein sehr cooles Raumschiff und ich finde, hat so ein bisschen Ähnlichkeit auf jeden Fall. Wobei das natürlich ja unterschiedlich ist, aber ist mir auf jeden Fall da aufgefallen. Ja, und die Minifiguren hier in dem Set sind auch wieder richtig cool. Schauen wir mal, wo die sind. Hier. Einmal in groß, bitte. Da haben wir hier einmal in der Mitte ihn. Das ist Baylan Skoll. Das ist wahrscheinlich ja so der Gegner von Ahsoka. Und der Meister von der Shin Hati, das ist sie. Sie ist die Schülerin von ihm. Und ja, sie sagen ja in dem Trailer, dass sie keine Jedi sind, aber auch Sith sind sie auch nicht, also irgendwas Böses auf jeden Fall. Rechts den Piloten, den Droiden, die finde ich sehr interessant von der Farbgebung und so. Die sagen mir jetzt gar nichts. Aber hier vorne, die Figur, das ist die Morgan Elsbeth.
Da weiß man natürlich noch nicht, was für eine Rolle sie in der Serie spielt. Aber falls ihr euch erinnert an Mandalorian, da gibt es die eine Folge, wo Ahsoka gegen diese Kriegerin hier kämpft, die da auf diesem einen Planeten in der Stadt quasi ist, in diesem Innenhof. Und die hat ja diesen Beskar-Speer und kämpft damit gegen Ahsoka. Und ja, das ist. Ups, falscher Tab. Das ist halt eben genau diese Figur hier links. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Sets. Super gehypt und freue mich total darauf. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, hier bei der Sabine Wren, bei der Figur, wenn man sich die Rückseite von der Verpackung mal ein bisschen genauer anguckt, fällt auf jeden Fall auf, dass sie hier ihren mandalorianischen Helm trägt. Das heißt, der ist dann auch mit dabei und nicht nur die Frisur, die Haare. Das ist natürlich auch sehr cool, weil dieser Helm bei der bisherigen Sabine, die es gibt, doch ordentlich teuer ist. Ich glaube, der kostet irgendwie 60, 70 € aktuell, wenn man den kaufen möchte oder gebraucht holen möchte. Da ist das natürlich richtig cool, dass man ihn hier nochmal dazu bekommt. Da freue ich mich auch drauf. Also ihr seht schon, ich bin gerade echt ordentlich gehypt. Ich finde diese Sets einfach so sehr cool. Ich hoffe, dass euch diese Art von Video gefallen hat und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.